Das Regio TV Plus jetzt in einem Keller, und zwar in Kleinbasel. Und da haben Sie gehört in der Einleitung, sensationellen karibischen Sound von den Steel Harmonites. Bei mir ist der Schaki. Schaki, sag mal, du hast gesagt, Danny, ich muss unbedingt in den Keller kommen. Dann habe ich da runtergekommen, habe ich gemerkt, Gott, ich kenne ja schon seit über 10 Jahren. Wie lange macht ihr schon Musik in dieser Formation? Also in dieser Formation jetzt sind wir wahrscheinlich etwa 12 Jahre zusammen, aber im Gesamten machen wir das jetzt seit bald 40 Jahren. Und über, glaub, 20 Jahre sind wir da unten in diesem Proberaum gewesen, und jetzt gibt es einen Einschnitt. Und meine Damen und Herren, jetzt müssen wir gut zuhören. Schaki, was hast du für eine Anliegen? Ja, wir suchen jetzt ein neues Probelokal, weil nach 30 Jahren sollten wir hier raus. Und das ist gar nicht so einfach, etwas zu finden. Wir brauchen etwa 40 bis 50 Quadratmeter. 365 Tage mal 24 Stunden zugänglich. Weil wir können rein und raus zu jeder Tages- und Nachtzeit, wenn wir Auftritt haben. Und ja. Das braucht natürlich schon einiges. Ich meine, ich weiss nicht, ob ihr eine Ahnung habt. Das ist so schwer, darauf zu spielen. Mike, how difficult is it to play this instrument? Well, it is not difficult if you have a good head. Okay. But he just said you have to really to work like every day on it. Yeah, you have to not... Really, not every day, but every 3 minutes you got to work on that. Understand? Okay, also ich gesagt, kann nicht jeden Tag, sondern wirklich alle 3 Minuten müssen wir dran schaffen. Jetzt, Schaki, also du hast jetzt gesagt, du brauchst mindestens 40 bis 50 Quadratmeter. Du gesehen hast, die Kübel brauchen ja Platz. Und die Band muss rein und raus können von diesem Proberaum, wenn sie einen Auftritt haben. Ist das immer eingestellt, bis man das draussen hat? Kostenpunkt? Für den Keller? Ja, mach. Okay, ist gut, ich habe es mitgekriegt. Geschenkt ist super, die ersten 3 Monate geschenkt. Nein, ist klar, sie werden natürlich auch die Miete zahlen. Und es ist vielleicht ein bisschen anders, als wenn es jetzt eine Rockband ist, die einen kleinen Raum braucht, mit nur 4 Leuten, oder? Ihr seht wirklich, die Band braucht ihren Platz. Und ich weiss gar nicht, was ich weiter sagen soll. Die Musik ist viel wichtiger, habe ich etwas vergessen? Ja, man müsste vielleicht noch schnell über die Lautstärke reden. Weil du eine Rockband erwähnt hast, also gegen Sonige haben wir keine Chance. Weil wir spielen unverstärkt. Das Einzige, was verstärkt ist, ist unser E-Bass. Aber der passt sich unseren Lautstärken an. Und also zum Beispiel auch im Vergleich zu einer Guggen oder zu einem Dudelsack, da sind wir weise Knaben. Also da kommen wir nicht an. Also wir sind von der Lautstärke her also nicht so extrem, wie man könnte befürchten. Du hast mir gerade eine gute Brücke gebaut, also die Steel Harmonites machen keinen Lärm. Du siehst eine ganz adrette Truppe und sie suchen wirklich ab jetzt sofort einen Proberaum. Und damit ihr jetzt könnt euch auch auf die Suche machen, dürft ihr hier nochmal ein Stückchen karibisches Feeling erfahren.